Chris in Sat.1 mit mir heute im Studio sind auf der Westseite Kapitalismus-Experte Marco Maria Profitlich und Mehrwert unterstützt vom Experten für Imperialismus und Ausbeutung Tommy Bosch und drüben auf der Ostseite der Vorsitzende des Arbeitskreises Witz der FDJK Markstadt Mirko Nonsche. Feuer auf! Und die Brigadeleiterin des Scherzkombinats Halle an der Saale, Sabine Bulthaupt. Freundschaftsgenossen und Genossinnen. Meine Damen und Herren, Sie merken schon durch diese Studie, auf diesem Tisch geht heute eine Mauer, denn die heutige Ausgabe von Voll Witzig steht ganz im Zeichen des Jubiläums. 10 Jahre Mauerfall. Die wenigsten wissen ja, dass ohne die Wiedervereinigung auch Voll Witzig so nie möglich gewesen wäre, denn auch Mirko Nonschef, meine Damen und Herren, gehörte damals noch zu den geknechteten Minderheit der Ostdeutschen, tatsächlich. Und deshalb, meine Damen und Herren, bekommt er jetzt die traditionelle 100 Begrüßungspunkte, damit steht es 100 zu 0. Was? Ja. So, ist mir schlecht? Sag mal, was ist denn hier los? Ich danke dir, Mensch, toll, toll. Mensch, ist das toll. Ich hab, sag mal, Ingolf, ich hab noch nie so viele Punkte bekommen. Das ist toll. Ingolf, wenn du weiterhin so die Punkte verteilst, dann gibt's aber einen Solidaritätszuschlag, verstehst du? Markus, gutes Stichwort. Aha. Den Solidaritätszuschlag von 5 Punkten muss ich unserem Westteam natürlich auch noch abwerfen. Was? Das Ostteam, natürlich. Das macht dann zusammen einen Punktestand von -5 für euch und +105 für euch. Es wird eine spannende Sendung. Ist mir schlecht. Ja, sag doch mal was. Ja, also, Entschuldigung jetzt, ohne unnötig sein zu wollen, aber ich muss jetzt schon mal darauf hinweisen, dass all diese Punkte vor dem Krieg meiner Familie gehört haben. Ach, ja. Ja, das stimmt, genau. Seine Oma hatte nämlich auf dem Dresdner Wochenmarkt einen Punktestand. Willst du eine Banane? Hm? Au ja! Ja, das macht 55 Punkte, mein Freund. Oh, her damit, komm, Junge! Ja, top! Das ist schön, meine Damen und Herren. Damit steht es jetzt 50 zu 50 Punkte. Und wir haben eine wunderbare Ausgangsposition. Obwohl ich derartige Betrügereien von Wessis und Ossis ja rundweg ablehne. Ich meine, kein Wunder, dass 14% der Ostbürger die Mauer wieder haben wollen. Die restlichen 86% haben noch gar nicht gemerkt, dass sie überhaupt weg ist. Kommen wir jetzt zu unserer wirklich lang ersehnten und erwarteten ersten Spielrunde, den Filmen der Woche. Markus und Tommy, wir zeigen euch einen Film und ihr sollt euch uns sagen, welche Meldung sich hinter diesen Bildern verstecken könnte. Magst du anfangen oder? Ich würde mal sagen, dass ja, das ist die Jahreshauptversammlung des Markus Maria Profitlich Fanclubs. Verstopfung macht aggressiv. Hey. Ja, das ist der Tag der Entscheidung Heller von Sinnen gegen Ottfried Fischer. Ja. Wir beide, die Antwort, die richtige wäre gewesen. Endlich gibt es den Airbag auch für Fußgänger. Mirko und Sabine, hier kommt euer Film. Verrückter DDR-Wissenschaftler baut Honecker nach. Mit dem Arm fängt er an. Ja. Stern enthüllt. Hitlers Arm im Führerbunker gefunden. Ist mir schlecht. Oder kann ich nochmal hier, wie heißt das Deutsch? Oh, Teletubbies stellen neue Winke-Winke-Einrechnungen vor. Winke, Winke. Na, damit wir alle mal. In Wirklichkeit handelt es sich um einen vollautomatischen Winkarm für Prinz Ernst August von Hannover. Er kann jetzt mit einem Arm winken und gleichzeitig mit beiden anderen Armkräften zuschlagen. Ja, ja, so ist es, so ist es. Hallo! Wir haben eine sehr ausgeglichene Runde. Ich finde, ihr habt es etwas schwerer gehabt. Dafür kamen von euch wirklich Themata, die wirklich aktuell sind. Also richtig. Hitlers Winkarm oder Honecker oder auch die Teletubbies. Ich würde sagen, leichte Vorteile für euch. Hä? Das macht einen Punktestand. Ich gebe 5 Punkte, darf ich vergeben. Ich gebe euch 3 und euch 2. Oh!
Ja. Und das macht, meine Damen und Herren, einen Gesamtpunktestand von 52 Punkten für euch und 53 Punkten für euch. Es ist also noch alles drin. In unserem Bilderrätsel haben wir wieder zwei Meldungen der vergangenen Woche hinter jeweils drei verschiedenen Bildern versteckt. Eure Aufgabe ist jetzt herauszufinden, welche aktuelle Meldung diese drei Bilder ergeben. Wir sehen ein Vampir, eine geballte Faust und ein Befestigungsutensil. Markus und Tommy, wie könnte die Meldung zu diesen Bildern lauten? Komm, fang du an. Halt mich raus, Joy. Treuhand? Ja. Nee, doch. Die Treuhand? Die Treuhand war Werkzeug des Bösen. So, jetzt nochmal von links nach rechts, und zwar alle Vampire auf einen Schlag durchgedreht. So. Wer Blut trinkt, kriegt seinen Eisenmangel. Was? Im Griff. Das waren sehr, sehr schöne Antworten. Ja. Es handelt sich bei diesem Vampir natürlich um Graf Dracula. Und deswegen wäre die richtige Antwort, hätte gelautet, Steffi Graf, bald Mutter. Ja? Klar, meine Damen und Herren, Sie wissen, Steffi Graf und Andrew Agassi wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Bis jetzt leider erfolglos, denn im Gegensatz zu seinem Kollegen Boris Becker weiß Andrew nie genau, ob er schon drin ist. Also, das dazu und Sabine und Mirko. Sabine und Mirko, hier kommen eure Bilder. Wir sehen die Hausmeisterin der Lindenstraße, Else Kling, ein schmackhaftes Frischgemüse und den grünen Punkt. Was könnte das sein? Hm? Warte mal. Alte Menschen bekommen von Vitamine Nein. grüne Punkte. Nein, warte doch mal! Ich war doch noch gar nicht fertig! Hört doch mal auf mit dieser Klatscherei! Ich mach mich doch fertig! Mann, dieses alberne Geklatsche immer! Mensch! Das müsst ihr weglassen! Da kam doch jetzt noch der Knaller, Leute! Mach jetzt! Die nennt man, das sind die sogenannten Ökomasern! Jetzt müsst ihr erst! Mensch, nein! Muss man den auch noch das erklären, man auch weglassen kann? Hört auf, da zu tuscheln! Das mag ich gar nicht! Diese Tuschelei da drüben mit dir! Ja, sind ja nur missgünstig, Mensch! BRD am Arsch! Alter Kanzler wird recycelt! So ist es und nicht anders! Ein Bohnen wächst der G-Punkt. Meine Damen und Herren, das war ein Frauenwitz. Wir das haben hier ein Novum bei unserem Vollwitzig-Bilder-Rätsel. Zum ersten Mal hat eine Kandidatin wirklich erraten, worum es in dieser Zeile geht. Die Zeile heißt nämlich Kohl kehrt Kohl zurück, Fragezeichen. Und du hast gesagt, was hast du gesagt? Alter Kanzler recycelt. Und das war genau richtig. Ja, das war perfekt. Und? Das war toll! Das war ganz toll, es war richtig, meine Damen und Herren. Aber bei Voll Witzig geht es nicht um die richtige Antwort, sondern um die witzigste. Und die habt ganz klar ihr gegeben, deswegen drei Punkte für heute und zwei Punkte für euch. Und das war auch, meine Damen und Herren, in der ehemaligen DDR gab es bekanntlich Nachrichten. Voll Witzig, das Magazin für Vergangenheitsbewältigung und Ostalgie, hatte sich zur Aufgabe gemacht, auch den Zuschauern im Westen, das Nachrichtenmagazin des Ostens, die aktuelle Kamera näher zu bringen. Tommy und Sabine, wir zeichnen euch jetzt einige Nachrichtenbilder, in denen ihr im Stil der aktuellen Kamera spontan die Nachrichten erfinden sollt. Tommy beginnt. Nun los! Okay, Sport. Mit dem Sozialismus zum Sieg, der DDR ist eine weitere Goldmedaille sicher. Schlange stehen wird olympisch. Bravo! Das Ministerium für Gesundheit und Waschen auch untenrum informiert. Der Klassenfeind setzt eine neue biologische Waffe ein. Sie führt zu Verstopfung, Dekadenz und dem Niedergang des Sozialismus. Ja.
peinliche Niederlage für die DDR. Ausgerechnet eine Amerikanerin hier im Bild gewann den Margot Honecker Ähnlichkeitswettbewerb. Zum Sport. Die siebte Goldmedaille im 100 Quadratmeter Brustschwimmen der Damen in der DDR gewann Olga Östrogen. Eine wahnsinnig schwere Aufgabe, Nachrichten im Stile der ehemaligen Ex-DDR zu verfassen. Aber beide haben es bravourös gemacht. Sabine, warum du die Banane mit dem Ministerium für untenrum irgendwie in Verbindung bringst, ich weiß es nicht. Es wird ein ewiges Rätsel dieser Sendung bleiben. Aber ich fand das sehr, sehr, sehr sympathisch von dir gemacht. Sehr, sehr schön. Kennst übrigens du das gar nicht? Ja, doch. Was, dein Dekolleté? Doch. Nein, ich meinte Bananen. Kenne ich auch. Also deswegen auf jeden Fall ein leichter Vorteil für euch. 5 Punkte habe ich wieder zu vergeben. Es fällt mir wahnsinnig schwer, meine Damen und Herren. Wem soll ich mehr Punkte geben? Ich teile deswegen die Punkte zum ersten Mal in Vollwitz. Ich gebe 2,5 Punkte für euch und 2,5 Punkte für euch. Beide los. Oh. Damit steht es, meine Damen und Herren, ganz genau 57,5 für euch und 57,5 für euch Gleichstand. Und jetzt ist es wieder an der Zeit, euch in nicht näher zu benennende inoffizielle Mitarbeiter zu verwandeln in unserem Pappnasenspiel, meine Damen und Herren. Oder Pappenheimer Nasenspiel, Nasenheimer Pappenheimer Spiel. Sollt ihr nun versuchen herauszufinden, welche Rübe sich vor euch versteckt. Ihr habt eure blickdichten Brillen bereits wieder aufgesetzt. Hier haben wir die Rübe für Tommy. Bitte schön, Vorsicht. Wer kann es sein? Und das wird für Markus. Und ihr sollt jetzt durch Fragen in 45 Sekunden herausfinden, wer ihr seid. Die anderen beantworten möglichst ehrlich und aufrichtig. 45 Sekunden Zeit. Wer seid ihr? Ab jetzt. Also ich bin jetzt wie ein Breitschädel oder ein Querkopf oder hier, oder? Ja, bist du. Ja. Ein Pärchen, Mann und Frau? Nein. Nein. Bin ich überhaupt ein Mann? Ja. Ja, ja, ich gebe euch euren ersten Hinweis. Ja. Ihr habt viel Kapital aus eurer Arbeit geschlagen. Aha. Wir kommen aus der Wirtschaft. Ja. Aus der Kneipe? Aus der Kneipe. Nee. Mhm. Zwei Männer. Ja. Ja. Und Sportler? Nein. Nein. Wir sind schon recht alt, oder? Ja. Hässlich und verwarzt. Zweiter Säcke. Hinweis, Pappnasen aller Länder, vereinigt euch. Aha. Oh, jetzt Walter Ulbricht und Erich Honecker. Nein, so Nein. ähnlich. Früher. Noch früher. Karl Marx, ich bin Karl Marx. Ja. Wer ist der andere? Engels. Engels. Markus, du hast beide nicht gekannt, aber dein Partner hat es ja erraten. Ja, dafür habe ich den doch hier. Toll, Markus, toll. Dafür habe ich ihn doch dabei. Die Väter des Sozialismus, meine Damen und Herren. Leider heißt der Herr Karl Marx, seit der Wende nur noch Herr Chemnitz. Schade. Aber es ist im letzten Moment erraten worden. Und jetzt, ihr Lieben, seid ihr dran. Setzt bitte eure blickdichten Brillen auf. Toll erraten. Wer könntet ihr sein? Und hier kommt das erste. Aber nicht wieder so ein Scheiß. Nein, nein, nein. Das ist immer so schwierig. Mirko. Und. Das klingt schon sehr lustig. Sabine. Durch Fragen könnt ihr versuchen herauszufinden, wer ihr seid. 45 Sekunden Zeit. Und das ihr bekommt jetzt sofort euren ersten Hinweis. Ihr seid für Kinder das Letzte. Ab jetzt. Kinder das Letzte? Für Kinder das Letzte. Hä? Gut, komm hier aus dem Fenster. Messer, Gabel, Schere, Licht. Nein. Wir kleine Kinder nicht. Nein, das war ein Gedicht, aber macht ja nichts. Gut. Wir Menschen? Menschen? Nein. 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 Puppen? Ja. Ja. Puppen? Zeichentrickfilm? Puppe? Nein. Jan und Tini auf Reisen? Nee, auch nicht. Nein. Puppen aus der DDR? Ja. Ja, ein Steil. Was ist Steil? Ja, einer, ja. Einer ist das Sandmännchen, da bin ich mir sicher. Ja, es ist richtig. Einer ist das Sandmännchen. Ja, und kommt der Hinweis, ich möchte euch mit diesem Hinweis keinen Sand in die Augen streuen. Sandmännchen, ja, ja. Ja, aber wer ist denn der hier? Der andere, der war doch nur alleine immer. Der ist doch alleine gekommen mit dem Auto immer. War da kein Der war oder sein Bart und er oder was? Ich weiß es nicht. Das gibt's doch jetzt auch nicht. Wer kann das sein? Ein Sandmännchen ist richtig. Sandmännchen. Was andere? Es ist das Sandmännchen Ost und das Sandmännchen West. Ach, leck mich doch! Ja. Da kommt doch keiner drauf! Ist das schade. Meine Damen und Herren, Sie wissen es.
Nach der Wende wurde das Westsandmännchen zunächst arbeitslos, fand dann aber eine Stelle als Nachrichtensprecher und arbeitet heute unter dem Pseudonym Heiner Bremer. Das Ostsandmännchen hat sich durchgesetzt, fand ich, war toll erraten. Ja, also ich würde sagen, wo wir schon beim Punkteteilen sind. Nein, die haben nur einen erraten, die haben zwei erraten. Ja, natürlich haben die nur einen erraten, die haben zwei erraten. Die haben aber nur einen erraten und die haben... Ja, also machen wir es so. Wir haben einen erraten, ihr zwei, deswegen kriegen die einen Punkt und ihr zwei. So, oder? Das ist doch gerecht, meine Damen und Herren. Ein Punkt für euch, zwei für euch. Die DDR, meine Damen und Herren, hatte auch ihre guten Seiten. Denken wir nur an das Essen. So gab es zum Beispiel die leckeren... Auf jeden Fall hatte die DDR ihre guten Seiten, meine Damen und Herren. Und in unserem Rübenstiftspiel sollt ihr nun Leckereien und Spezereien zeichnen, die es in der DDR gab. Für jeden erratenen Begriff habt ihr 20 Sekunden Zeit. Markus, setz bitte deinen Rübenstift auf. Und mach ihm bitte die Rübenstift-Spitzkappe ab. 20 Sekunden Zeit. Jeder erratene Gaumenschmaus bringt einen Punkt. Und wie gesagt, du errätst, und meine Damen und Herren, was Sie jetzt gleich unten eingeblendet sehen, das kann natürlich Tommy Wosch nicht sehen. Also, 20 Sekunden Zeit, hier ist der erste Begriff. 20 Sekunden. Ab jetzt. Mach es. So, mit dem Kopf. Das sind Bananen bisher. Nein, Bananen. Die gab es nämlich nicht. Okay, das ist eine leckere 5. Ach, die du Scheiße. Eine leckere 5 mit Sättigungsbeilage. Nee, das sind Tempolinsen mit... Oh, wei. Ein Broiler. Das ist ein Broiler? Genau. Es ist ein Broiler, war doch richtig. Ein Broiler. Gesuchte Wort war Goldbroiler, aber wir können es gerne. In der DDR war ja alles Gold. Ja. Da haben wir immer nur Gold. Alles hat geglänzt. So. Also, und der zweite Begriff, ein bisschen jetzt spitz, oder? Ja, hier, 20 Sekunden Zeit. Ups, ab jetzt. Kannst du es lesen? Ja. Nur gerade. Nur gerade. Sehr viele Buchstaben. Ja. Was kann das sein? So, das ist eine Flasche mit... kulinarische Genüsse aus der... Ist ein Urinbeutel. Nein. Sowas haben die getrunken? Eine Blumenvase. Oh Gott. Eine Blumenvase, eine Bettspanne, eine... Rotkäppchen-Sekt. Ja. Ach ja, wollte ja, er wollte das aber Käppchen. Hallo! Aber hallo! Das wäre ein das schönes Käppchen geworden. Leider. Bravo. Und Markus, der Begriff Nummer 3, 20 Sekunden Zeit. Was gab es? Erstumblättern. Ja. Wann jetzt? Ja. Okay. Ab jetzt. Was? Okay, das ist jetzt sieht es wirklich nach Banane. Nein. Ha? Doch, wirklich keine Banane. Es gibt keine Banane. Keine Banane. Keine Banane. Richtig. Das waren zwei Punkte, meine Damen und Herren. Und bevor Mirko uns seinem Rübenschiff greift, machen wir eine kurze Pause, in der sie es nicht einmal schaffen werden, eine Flasche Rotkäppchensekt aus dem Kühlschrank zu holen. Schade, denn so müssen sie unser grandioses Finale ohne ein Gläschen Schaumwein genießen. Also bleiben Sie dran, wir sind gleich zurück. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück zum Aufwand. Spezialausgabe von Voll Witzig, das kommen die Küsse mit Eis und wir im Studio. Abwehrspezialist Markus Maria Profitlich und Tommy Wosch. Und auf der anderen Seite der Mauer die inoffizielle Mitarbeiter Mirko Nansen und Sabine Burghaus. Ist auch schwer hier. Nicht alles, meine Damen und Herren, in der DDR war schlecht. Denken wir nur an die 100%ig funktionssicheren Selbstschussanlagen und die hohe Wahlbeteiligung. Einiges war sogar so gut, dass der Westen es übernommen hat. Im zweiten Teil des Rübenstiels soll Mirko Nansen nun aufmalen, was wir aus der DDR übernommen haben. Im Westen. 20 Sekunden Zeit pro Begriff. Für jeden erraten Begriff gibt es einen Punkt. Sabine muss erraten. Und was Sie jetzt hier, meine Damen und Herren, sehen, nur Mirko und Sie und nicht Sabine. Erster Begriff. Und jetzt 20 Sekunden Zeit. Zu malen, bitteschön. Was haben wir übernommen aus der ehemaligen DDR? Hammer und Sicht haben wir nicht übernommen. Nein, das kann man auch mit. Was soll das denn sein? Mauersteine, Mauerbrocken. Was soll das sein? Ein Pfeil. Ein Pfeil. Nein. Ah,
aber was für ein Fall? Der grüne Rechtsabbieger. Ja, genau. Das gilt, ja. Jawohl. Ja. Toll. Was haben wir aus der DDR immer noch? Ach, ich muss ja wieder rüber, Entschuldigung. Ganz einfach zu zeichnen, in 20 Sekunden ab jetzt. Oh, oh Mann, wie mache ich das jetzt? Oh, Scheiße. Oh Gott, oh. Schulden, Flüchtlinge. Oh Gott, was auch. Wir haben alles Jesus zu danken. Scheiße. Selbstschutzanlagen haben wir. Ja, haben wir nicht übernommen. Nicht übernommen, ich weiß. Was zu essen? Das ist super. Das ist super. Und jetzt der dritte Begriff, den wir aus der DDR übernommen haben. Wir konnten es uns nicht aussuchen, aber es ist halt passiert. Jörgo, 20 Sekunden Zeit, um das zu machen. Lokus? Nee. Eine Hexe? Margot Honecker? Nein. Mirko Nonchef? Ja! Das war ganz klar. Zwei Punkte für euch, zwei Punkte für euch. Und wir haben einen Gesamtpunktestand von 60,5 für euch. Und ganz knapp 61,5 für euch. Damit seid ihr Sieger. Herzlichen Glückwunsch.